So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Another Crab's Treasure. Ja, heute mal hoffentlich in der richtigen Aufnahme. Heute läuft hoffentlich alles bombenmäßig, dass wir auch ordentlich spielen können. So, das letzte Mal haben wir hier mit der schönen Königin gesprochen, welche uns hat gesagt, wir sollen ihr irgendeinen Schatz bringen. Und ja, das wollen wir, denke ich, auch gleich mal tun. Und irgendwie meinte sie was von wegen in der westlichen Höhle. Okay. Mario. Das ist eine Anspielung an Marlboro. Ich finde dieses Klettern so cool. Guten Tag. Ich hätte ja schon vor zwei Fluten aufräumen sollen. Das machen die Seeige den dem Westturm unpassierbar. Und jetzt auch noch das. Wie soll ich damals jemals rechtzeitig zu meinem Trupp kommen? Läuft. Dabei wollte ich doch die Herzogin beeindrucken. Ah, ich sehe da einen Greifhaken und da hinten ist was Goldenes. Das war sehr knapp. Angelschnur! Etwas alte Angelschnur gefunden. LT gedrückt halten, um auf den Fischhaken zu ziehen, dann loslassen, um dich zu ihm zu ziehen. Sollten wir hinkriegen. Ah, sieh mal einer an. Aha, ich hab das gesehen. Seestern, Legenden zufolge können sie dir jeden Wunsch erfüllen. Leider liegen diese Legenden falsch. Suchen wir, ob es ja auch unsichtbare Wände gibt, wie in Dark Souls. Boah, ich bezweifle es. So, wir könnten jetzt bestimmt hier hochgehen, oder? Wir gehen uns erstmal noch erkunden in der Welt, weil da waren ja auch viele Angelhaken. Aber wir wollen, glaube ich, erstmal für die Story gehen. Ausrufezeichen. Hallo. Hallo, kann ich hier durch? Wonach sieht's denn aus? Eine Ladung Seeigel, die eigentlich das Fort verteidigen sollten, hat sich quer über den Gang verteilt. Der hat zumindest außer sich. Der hat schon 5 Leute hinrichten lassen. Aber ich muss hier durch, auf Befehl der Herzogin. Befehl der Herzogin? Na gut, dann hör mal zu. Kollege, habe ich schon. Aber ich bin nicht schuld, wenn du dich verletzt. Okay, vielen Dank. Ich hab's schon. Kollege Schnürschuh. Erstmal gucken. Ist hier noch irgendwas? Schenke? Nee. Hier etwas. Wenn ich Dinge sehe, will ich sie haben. Knapp. Rostiger Nagel, eine scharf verrostete Klinge, die besser zu einem Insekt als zu einer Krabbe passen würde. Wow. Okay, aber kann ich glaube ich eh nicht ausrüsten. Doch ausrüsten. Achso, weil ich 3 Resistenz habe wegen der Muschel. Guten Tag. Oh, Schmerle, bist du in Ordnung? Ich habe ihn wirklich fallen lassen. Wie dämlich kann ich sein? Ich hatte eine Aufgabe. Ich sollte den See jedoch festhalten, bis der Hauptmann wiederkommt. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, hat er das vielleicht nicht ganz ernst gemeint. So ist er nun mal, unser Hauptmann Nephro. Er hat ein goldenes Lächeln und das gewitzte Herz eines Scherzcakes. Jedenfalls tut es mir leid, dass ich dich beinahe umgebracht habe. Ja. Ruhe. I guess. Okay. Fort Todwasser. Oh mein Gott, ich kann. Ich bin beeindruckt. Ich hatte nicht gedacht, dass jemand an dem ganzen Seege vorbeikommt. Danke. Ich war zwar recht ungewohnt, aber langsam habe ich den Bogen raus. Könntest du mir dann einen Gefallen tun? Ein paar Kumpel wollten sich vor einer Weile in den Mondhöhlen umsehen. Seitdem hatte sie niemand mehr gesehen. Könntest du auf dem Weg zu den Höhlen die Augen nach ihnen offen halten? Sidequest oder was? Eine Seepocke. Oh, plus 10 Verteidigung ist... Ah, wenn ich... Ja, okay, jetzt habe ich halt 0 Resistenz, ja.
Okay, was ist jetzt hier? Ah, ein Shortcut. Cool. Unsichtbare Wand. Okay. Oh, man kann bestimmt da runterspringen und sich dann das Zeug da holen. Ja. Fuck it. Aber wir haben ja einen Shortcut hier hinten. Von daher, halb so wild. Ich mag die Kappe. Ist ja cool. Geht automatisch wieder runter. Okay. Hat mich gerade ein bisschen an die eine SpongeBob-Folge erinnert, wo die an dem Haken hängen. Okay, wir laufen jetzt hier auf einem alten, kaputten Tunnel rum. Das ist ein neuer Decke. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Fähigkeit benutzen soll. Uah. Um seine Muschel zurückzuerlangen, macht sich der beherzte Einsiedlerkrebs auf zu einer mysteriösen Höhle. Doch schon bald wird ihm klar, dass der Weg zurück deutlich herausfordernd ausfallen wird. Hallo? Wer spricht denn da? Er nähert sich der geisthaften Gestalt vor ihm. Nö. Mondschneckenhaus gefunden. Hallo! Hallo, ich heiße Grill. Weißt du zufällig, ob es in diesen Höhlen etwas Glitzerndes gibt? Etwas, das eine riesige, wunderschöne Krebsdame beeindrucken würde? Wird und verzweifelt, bittet der Einsiedlerkrebs. Ämte um Hilfe. Hey, ich bin doch gar nicht verzweifelt. Noch nicht. Er fand der Zuflucht in Artefakten von weit jenseits der Wo. Doch wenn er auch weiterhin überleben, muss er die Meeresströme in seinem Inneren erwecken. Er muss sich die Umami-Kraft eigen machen. Umami? Musst du bitte einfach mal Klartext reden? Seit ich meine Restwassersenke verlassen habe, ist irgendwie alles unnötig kompliziert. Aus Mitleid aktiviert die Mondschnecke die schlummernden Fähigkeiten der hilflosen Kreaturen auf manuelle Weise. Leg dich bloß nicht mit mir. Oh, fliegst du Flunder? Was war das? Es kribbelt überall. Einsiedlerkrebs legt einen Metallpanzer an, eine neue Fähigkeit erwacht. Ach ja? In der Tat. Ah, deshalb konnte ich keine Fähigkeiten machen. Die schalte ich jetzt erst frei. Okay. Ein Geschöpf stellt sich dem Einsiedlerkrebs in den Weg. Es ist gegen physische Angriffe immun und kann nur mit den neu erwachten Umami-Kräften gezwungen werden. Und das hilft sich aber gut. Die edle Mondschnecke verbittet sich jedwede Vermutung bezüglich der Manipulation dieses Szenarios. Ja, cool. Der einst so unschuldige Einsiedlerkrebs streckt seine Gegner mittlerweile gnadenlos nieder. Musst du das wirklich so formulieren? Spürt das Objekt seiner Begierde, die vor in der Höhle verborgen liegt. Außerdem erwartet er ihn die Gelegenheit, sein neues Idol, mysteriöse wie attraktive Mondschnecke, persönlich kennenzulernen. Diese Striche, die sie da hat, diese... Ah, es lädt mein Umami auf. Ist Umami nicht irgendwie so ein Geschmack von so Rahmen und so weiter? Irgendwie crazy. Das Umami, dieser Rahmen. Okay, die schrecken nicht zurück, wenn ich sie abwehre. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Gleichgewicht und das Gleichgewicht. Was? Gleichgewicht und aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn du einen Gegner oft genug angegriffen hast, um seine Gleichgewichtsleiste zu füllen, kannst du ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Mit einem starken Angriff, zum Beispiel einem aufgeladenen Angriff, wenn seine Gesundheitsleiste aufleuchtet, um ihn mehrere Sekunden zu werfen. Okay. Da komme ich nicht ran. Okay, danke. Ich brauche mal einen neuen Panzer.
Das Spiel ist echt schön. Der nächste bitte. Die Mutter ist ein bisschen stärker, wir nehmen die. So, was passiert mit den Quallen? Okay, die bewegen sich. Noch eine Haftschnecke. Okay. Bewegt sich immer wieder hin und her, ich dachte schon. Das war. Okay, war aber. War alles geplant. Glaube ich. Warum hängt da. Ich frage mich, wie kann ein Flipflop da dran kommen? Wie? Bitte. Das wäre, oh, das wär so cool gewesen, hätte ich das nehmen können als Waffe. So eine neue Waffe einfach so aus dem Nichts. Hallo? Ah, I see. Herztangsprosse, ein Stück Tang, an dem schon bald nahrhafte Schoten wachsen werden. Erhöht darauf die Menge an Herztang. Oh, cool. Wow. Was? Ich wollte, vor allem diese Wattestäbchen sind komplett benutzt, ey, ist ja ranzig. Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber wir haben ja zum Glück einen Shortcut. Was ist das? Ein Schnapsglas? Leute, jetzt auf den Shot, Junge. Okay, wie stark. Also es hat extrem wenig Haltung, dieses Shotglas, aber es ist ja mal so stark. Ja, es war so stark. Oder ist noch eins? Ey, falsch. Falsch. Okay, mit dem Panzer kann ich wirklich nur auf Ausweichen gehen, damit er nicht kaputt geht. Ey, der Panzer ist ja mal ultra geil. Wird mein neuer Liebling. Komm, do it. Oh fuck. Easy. Eine große Bananenschale. Kleiner Hunger. Und das ist ein Partyhut. Ich will einfach nur die ganzen Panzer benutzen und wissen, was die machen, ey. Blutsternkörper, was war denn das nochmal? Sammle noch zwei, um die Lebenskraft zu erhöhen. Ah. Boah, das heißt, ich müsste eigentlich echt mal erkunden, auch die. Oh, die Overworld. Das sieht aus wie ein Bosskampf. Ich wusste es. Das Quetschangriff, das blaue Aggro-Symbol warnt dich.
dir einen bevorstehenden Quetschangriff. Das sind mächtige Schläge, die deinen Panzer höchstwahrscheinlich zerquetschen würden, wenn du dich darin versteckst, sobald du... Okay. Okay, da kommt noch ein Angriff. Wegrennen. Oh, was? Two-Shot! Ich hatte ihn fast! Ach, Mann. Ja, mächtig. Okay, aber wir spawnen direkt wieder hier. Ist ja cool. Wegrollen. Okay. Und gebrochen. Let's go. Okay, er macht mehrmals. Er macht mehrmals. Nein! Ich wollte Eck. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich bin ja so schlecht. Easy. Und gebrochen. Ja, jetzt kannst du mich nicht abstechen, ne? Blöd. Geschafft. Geil. Verschmutzung bereinigt. Makellose Perle. Eine wunderbare Perle, die irgendwo jenseits des Meeres hergestellt worden ist. Weggeeignet, um sich selbst königlichen Ansprüchen zu genügen. Ah, das sollten wir also finden. Und das da ist, ach ne, ich wollte jetzt erst einen Cliffhanger machen für die nächste Folge, aber jetzt gucken wir noch. Reich der Mondschnecke. Okay. Hello, warte, erst muss ich Kupfer mitnehmen. Hallo, endlich erblickt der Einsiedlerkrebs die mächtige und fast schon verführerische Mondschnecke. Tag auch. Danke, dass du mich hergeführt hast. Die Herzogin wird diese Perle lieben. Aber ich muss erst einmal wieder hier raus aus dieser Höhle kommen. Der Einsiedlerkrebs muss seine Umami-Fähigkeiten erweitern, um seinen Weg fortzusetzen. Cool, und wie stelle ich das an? Jetzt warte doch mal! Ich meine natürlich, der Einsiedlerkrebs schließt die Augen, wird eins mit den Wellen. Er konzentriert sich darauf, den Körper, ihre Strömungen beeinflusst. Lässt sich im Gegenzug ihn beeinflussen. Okay. Oh. Hey, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich was. Ein Baum. Eine Art Baum für Fähigkeiten. Ah, jetzt kann ich das ja nicht benutzen. Freischalten. Lässt sich zwischen bereits besuchten Mondschneckenhäusern und Terror teleportieren. Ah. Alles erzeugt auf seinem Weg Ozeanströmungen. Lebewesen, Monster, tote Körper und sogar Müll. Lebenskraft des Ozeans. Das schlagende Herz dieser Welt. Dieses Phänomen ist bekannt als Umami. Für die meisten Leute sind Umami-Ströme unsichtbar. Lediglich einige Auserwählte können sie sehen. Und noch weniger können sie auch nutzen. So, dieses wieder leuchtende Zeug. Das habe ich schon an größeren Muscheln und Kristallen da draußen gesehen. Wissen, hätte ich dich gar nicht schocken müssen. Ich meine natürlich... Das Training des Einsiedlerkrebses schreitet schneller voran als erwartet. Er hat das Gefühl, dass verlassene Mondschneckenhäuser ab sofort neue Möglichkeiten bieten. Dankeschön. Mach's gut, Mondschnecke. Oh, cool. Schneckeportation. Krills Einstimmung auf die Umami-Schwingungen ermöglichen es ihm jetzt zwischen allen Mondschneckenhäusern, die er jemals besucht hat, hin und her zu teleportieren. Cool. Hey, warum wird mir das ja noch als wichtiger Ort angezeigt? Einfach nur, weil ich hier irgendwas machen kann oder was? Ach, bei der muss ich Sachen lernen. Na, parieren, ey. Der Panzer ist eigentlich beschützt ihn vor Fressfeinden und ist somit unverzichtbar. Schutz allein genügt nicht, um seine Ziele zu erreichen, muss der Krebs den Panzer auch offensiv einsetzen. Er wehrt die Angriffe der Gegner ab, um sie aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu verwirren. Da steht ein solch kleines Wesen derart heftigen Attacken. Fast wieder natürlich. Cool. Drücke nach einer Parade schnell RB, um einen Gegner vorauszuführen, okay. Nachdem dein Panzer beim Ablocken Schaden erlitten hat, verursacht dein nächster Angriff mehr Schaden.
Ich höre jetzt aber erstmal die ganzen Standardfähigkeiten. Wahrscheinlich dumm, aber wir machen's. Und wir machen einen Konterangriff. Ja, die erklärt immer noch alles, das lese ich jetzt nicht alles vor. Ja, ja, drücke schnell nach einer Parade das. Auf Spießer, drück während du rennst. Ja, rennst du drauf. Was? Ah, man kann jetzt so einen Dash in der Luft machen, okay. Ja, und parieren. So, kein Schneckenhaus direkt. Ja. Halb so wild. So, während ich hier zur Königin renne, bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zu... Hätte schon mein ganzes Leben lang Wache. Wofür habe ich davon? So ein Trottel. Hallo, Entschuldigung, ich muss noch mal zur Herzogin. Stapel. Der Müll. Die Arbeit. Seid ihr alles in Ordnung? Ich schnauze so voll. Alles wertlos! Was? Warum? Was zur Hölle? Okay. Irgendwas ist hier geschehen. Okay, Leute, ich höre jetzt auf. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder und schauen, was hier zur Hölle passiert ist. Ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Abonnement und Like nicht vergessen. Schaut bei den Videos von den anderen beiden Spacken rein. Beim lieben Tom und beim lieben Chris. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.